Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hotstock Report. Aus dem Homeoffice zugeschaltet begrüße ich Florian Söllner. Ja, Flo, bei Tesla ist Partytime. Seit gestern ist das Werk in Grünheide in Betrieb. Die Aktie ist auch gestern fast 8% gestiegen. Du hast ja schon am Montag von einer Trading-Chance gesprochen. Ist jetzt noch weiter Luft nach oben? Sollen Anleger weiter dabei bleiben? Ich würde diesen Trade jetzt weiterlaufen lassen. Sieht gut aus, charttechnisch, fundamental. Wird es kniffliger, daher Stopp. Aber man sieht mal, die Stimmung ist gut. Auch bei den Kunden, auch in Grünheide, haben wir mal ein schönes Video. Schauen wir einfach mal rein, wie sich Elon Musk so eine Party in Berlin vorstellt. Andi, das erinnert mich ja noch, da siehst du mal, wie alt ich bin. Als ich noch in Berlin gewohnt habe, da gab es noch die Love Parade. Erinnert mich stark daran. Klar, die Stimmung ist gut. Und natürlich hat man auch politische Rückendeckung für das Werk. Ich weiß nicht, ob dies von VW auch bei jeder Werkseröffnung so tanzt und es nur keiner filmt. VW hat ja 120 Fertigungsstätten weltweit. Aber klar ist es wichtig. Professor Dudenhöder hatte mir auch nochmal gesagt, man kann hier jetzt natürlich sehr effizient produzieren mit hochautomatisierter Fertigung. Man hat natürlich den Vorteil, dass beide Autos, auch das Model Y, das jetzt alle 50 Sekunden aus den Werkshallen rollt, eins eben schon schlank designt ist. Dann hat man nicht zu viele Modelle. Man dürfte hier weiterhin eine gute Marge fahren, wenngleich es natürlich der Konkurrenzdruck zulegt. Und man sieht auch nochmal bei Google Trends, habe ich mir gestern nochmal angeguckt, ist sehr interessant zu sehen, dass der große Hype, der Spike 2016 war, als ich auch noch in der Fanphase war und nachts mir die Präsentation angeguckt hatte, aber dennoch das Auto jetzt schon in die Jahre kommt sozusagen. Ein klassisches Auto würde nach 7 Jahren schon den Nachfolger erhalten. Ist die Nachfrage immer noch stark nach dem Model 3 und das Interesse auch höher als nach dem Model Y. Wird spannend zu sehen, ob das Model Y tatsächlich beim Absatz auch hierzulande dann schnell das Model 3 überholt, wie es in den USA ja schon der Fall ist. Aber grundsätzlich aktuell auch dank Notenbanken Rückenwind intakt. Ach, hier sieht man nochmal tanzen. Hier Shanghai, Berlin. Elon Musk ist natürlich auch gut drauf. Er profitiert ja als großer Aktionär, dass seine Aktie gut läuft und er, wenngleich VW 10-mal so viele Fabriken hat und 10-mal so viele Autos verkauft, Tesla aber 8 bis 10-mal so viel bewährter wird weiterhin an der Börse. Und ich rege auf alle Fälle mal einen Tanzwettbewerb zwischen Herbert Diess und Elon Musk an, wird bestimmt spannend. Vielleicht so spannend wie der zwischen uns zwei, glaube ich. Absolut, ja. Und vielleicht auch so spannend wie der Wettkampf zwischen der Aktie von VW und Tesla. Wie siehst du da die Lage? Ist VW nach wie vor für dich interessanter als Tesla? Langfristig bis 2030 auf jeden Fall. Kurzfristig, hat man ja schon darauf hingewiesen, ist die Luft hier erstmal raus. Da würde ich als Trader weiterhin Tesla vorziehen. Aber was wir in der letzten Sendung fast vergessen hatten, weil so viel los ist, sehr spannende Aussage vom Porsche-Chef war ja jüngst, dass man sich in Diskussionen befindet, in spannenden, mit Apple über ein mögliches Projekt. Es sei noch keine Entscheidung getroffen. Also Wahnsinn, sage ich mal, wenn hier tatsächlich Porsche mit Apple was strickt. Weiß nicht, ob das Apple-Car dann von Porsche kommt, ob man nur über Infotainment in künftigen Porsche spricht. Aber alleine das macht es natürlich sehr spannend und auch das Porsche IPO, was dann folgen könnte. Wir haben nochmal kurz einen Google-Trend-Vergleich, einfach zum Interesse an den Marken, was ja Google hier immer schön misst, zwischen Blau, Tesla, was schon sehr stark ist für so eine junge Firma, versus Porsche. Also Porsche ist immer noch beliebt und nachgefragt weltweit, noch mehr als Tesla natürlich. Wenn das so bleibt, wird auch Porsche natürlich enorm erfolgreiches Elektroautoprogramm die nächsten Jahre fahren. Insofern gibt es für mich hier fundamental ein großes Bewertungsgap zwischen Tesla mit 800 Milliarden und Gesamt-Volkswagen mit Porsche, Audi, Skoda, Lamborghini und Co. mit nur 100 Milliarden. Aber wie besprochen, Tesla hat Glück, wenig zu verkaufen in Osteuropa und hier vor allem auch keine Zulieferungsteile in Empfang nehmen zu müssen, die jetzt ausbleiben ja für Volkswagen. Insofern kurzfristig Tesla mehr Rückenwind, würde ich diesen Trade vom Montag auch weiterlaufen lassen. Jetzt sprechen wir viel über VW und Tesla, aber natürlich gibt es noch andere Player in der E-Auto-Branche, zum Beispiel Lucid und BYD. Wie interessant sind die beiden Werteunternehmen für Anleger? Sehr spannend, auch Lucid beispielsweise. Gestern haben wir das große Nvidia-Event gehabt, kommen wir gleich dazu. Da wurden wieder sehr viele News vorgestellt, unter anderem Lucid und Build Your Dreams sind jetzt auch
Kunden von Nvidia Drive, also sprich für Selbstfahren, setzen sie auf Nvidia Tech Lucid. Rein charttechnisch findet man hier den Boden, könnte auch mal einen Rebound starten, aber ist schon halb so teuer bewertet wie Gesamt-Volkswagen als Startup, wenngleich die Technologie wirklich sehr gut ist. Wir hatten es angesprochen mit Rom-Technologie, SiC-Technologie, jetzt Nvidia verbaut. Aber würde ich als Trader für mir vielleicht mal angucken, aber nicht investieren, weil zu teuer, da ziehe ich dann andere Elektroauto-Profiteure vor. Du hast Nvidia angesprochen und die Keynote gestern, die Veranstaltung, hast du ja auch am Montag schon mal kurz drüber gesprochen. Hat sich die Veranstaltung gelohnt? Gibt es auch Impulse für die Aktie? Also absolut, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, sollte sich das wirklich ansehen. Es gibt keine Firma, die so ein Newsfeuerwerk zündet. Und mein Vater hat mir mal gesagt, als ich so ein kleiner Schleppke war mit 7 Jahren, alles ist machbar. Und ich wusste nicht genau, was er damit meint. Schöne Grüße mal an meinen Papa übrigens. Aber Nvidia zeigt das jetzt. Es ist ein neuer Chip vorgestellt worden. Der hat die jüngste Generation, die vor 2 Jahren vorgestellt wurde, nochmal übersprungen mit der sechsfachen Geschwindigkeit. Es ist quasi alles möglich zu programmieren, zu berechnen, Machine Learning, KI. Das ist unfassbar, was Nvidia hier für Ideen mitbringt, allein in der Präsentation. Da geht es eben ums Omniverse, die digitale Welt nachbauen. Man sieht hier mal ein paar Beispiele. Ein interessantes Beispiel, was der CEO von Nvidia gestern angesprochen hat, ist das, dass er schon damals bei Apollo 13, der Mission vor über 50 Jahren, das erste Mal quasi die Rakete, die Probleme hatte im Space, die ja weg war und nicht untersucht werden konnte, nachgebaut wurde als Zwilling. Und dann dadurch konnte die Besatzung gerettet werden, weil man einen Zwilling nachgebaut hat. Das ist jetzt digital möglich, man hat es gesehen, bei Fabriken mit Robotern. Die ganze Welt soll nachgebaut werden, also quasi unendliche Möglichkeiten für Nvidia, die jetzt auch überzeugende Chip-Technologie weiter vorgestellt haben. KI-Experten sagen mir, es ist weiterhin State of the Art, eben auch in Verbindung mit dem ganzen System. KGV 40, teuer, aber das dürfte man, kann man bezahlen, eben aufgrund auch des Durchbruchs beim Selbstfahren, wo Nvidia sehr weit vorne ist. Charttechnisch haben wir hier jüngst im Depot 2030 auch nochmal nachgekauft. Seit Erstempfehlung sind wir hier seit 2015 dabei und sehe ich auch kurzfristig derzeit weiterhin mit Rückenwind. Hier sieht man es nochmal konkret gestern die Ansage, dass man hier eben die KI-Berechnungszeiten nochmal deutlich verkürzt. Und nochmal ein Hinweis vom Nvidia-CEO: Die neue Chip-Generation, wenn man 20 davon nimmt, kann man schon den ganzen Internet-Traffic der ganzen Welt abbilden. Also gigantische Leistungsdaten, die noch tatsächlich nicht vorstellbar waren vor 10, 15 Jahren. Und Nvidia ist hier Vorreiter. Da können wir uns darauf freuen, was die Zukunft noch mit sich bringt. Natürlich auch viel Positives, um Krankheiten zu lösen, den Klimawandel zu berechnen und vorherzusehen. All das treibt Nvidia an. Am Montag haben wir auch über AT&S gesprochen. Mittlerweile haben sich auch die Analysten von Jefferies zu Wort gemeldet. Und Jefferies bezeichnet AT&S als versteckten Champion im Halbleiterbereich. Ist AT&S jetzt mehr als ein Geheimtipp mittlerweile? Also Montag war sie offenbar noch nicht so entdeckt, aber jetzt eben Analysten sind auch überzeugt. Klar, AT&S bleiben wir natürlich dabei, sind in den Depot 2030 wert, war jetzt Top-Gewinner dank der Neuempfehlung. Wir hatten ja Montag schon darauf hingewiesen, dass Schwung reinkommt, der ist jetzt nochmal, hat sich verstärkt. Und wir haben nochmal ein schönes Produktvideo. AT&S hatten wir ja vor einigen Wochen schon ein interessantes Gespräch mit dem Sprecher, der eben auf die hohe Qualität hinweist der Leiterplatten und Systeme. Man sieht zwar im Produktvideo, wie die Layer aufgebaut sind, wie wichtig die Systeme von AT&S eben sind, auch für die neue Generation von Chips von Kunden wie AMD oder Apple beispielsweise. Man hat in China eine Fertigung, hocheffizient, in Malaysia künftig, jetzt nochmal neu investiert, auch in Europa. Und man zeigt im Produktvideo, dass man eben auch von solchen Megatrends, Drohnen hatten wir am Montag angesprochen, ist AT&S sehr stark, aber eben das Auto der Zukunft, wo eine Vervielfachung der Chips stattfinden wird. All das sind Trends, von denen AT&S profitiert als Zulieferer für die großen Chip-Giganten. Und die Analysten Jefferies haben jetzt einen Kursziel 78 ausgerufen und darauf hingewiesen, dass man eben ein hohes Renommee bei seinen starken Kunden hat. Das spricht für AT&S. Mit KGV 24
gerne Gewinne laufen lassen, weil wir hier auch die nächsten Jahre Analysten jetzt erwarten, operatives Gewinnwachstum jährlich 24%. Da ist die Bewertung absolut okay. Großes Thema ist am Markt natürlich auch weiter Solar. Montag haben wir uns SMA Solar näher angesehen. Heute soll es um Solar Edge gehen. Was macht Solar Edge richtig? Solar Edge ist nochmal effizienter in der Fertigung sozusagen, ein bisschen die Tesla der Branche, wenn man so will. Und hat jetzt auch eine Kapitalerhöhung gemeldet und will hier bis zu knapp 700 Millionen Dollar frische einsammeln. Clever gemacht, zu einem guten Zeitpunkt. Das bremst kurzfristig ein bisschen, aber langfristig ist es einfach intakt. Depot 2030-Titel, wie du weißt, hat man auch nochmal zurückgekauft, nachdem wir ein paar Teilgewinnmitnahmen hatten die letzten Jahre. Und ich gehe von einem riesigen Boom im Solarbereich aus. Man hört das sehr oft, der neue Solarboom, aber ich war selten so überzeugt wie jetzt. Wir haben noch mal ein Bild von einem Versender und einem Verkäufer von einem großen von Solarmodulen. Da können wir auf die Homepage gucken. Da gibt es noch Solarpack auch und das ist jetzt Photovoltaik for All. Ich selbst habe hier teils meine kleinen Solarmodule oder Komponenten schon bestellt. Und hier sieht man, hier werden eben unter anderem SMA Solarrichter, aber auch Solar Edge Wechselrichter verkauft. Und beide Seiten, also die ganze Branche weist darauf hin, extremer Ansturm, Zitat. Und da ist richtig viel los. Und ich habe jetzt mal nachgefragt bei der Webseite und der Betreiber hat mir verraten, dass gerade die letzten Tage es richtig rund ging. Und jetzt halte dich fest, Andi, tatsächlich 300% mehr Nachfrage jetzt nach Solarmodulen ist als noch letztes Jahr. Also größerer Aufschwung geht kaum. Das ist sozusagen die Fortsetzung des Runs auf Klopapier und Rapsöl ist jetzt auf Solar. Man sieht es ja auch bei Google Trends. Du siehst, ich habe gestern ein bisschen damit rumgespielt. Hier sieht man, nie war die Nachfrage nach Solar so groß. Klar, die Strompreise steigen. Solar lohnt sich, sagen wir die Experten, auch jetzt noch, obwohl die Solarmodul-Systempreise gestiegen sind. Gleichzeitig will man autark werden, wenn vielleicht doch mal irgendwo Gas, Strom ausfällt. Und man sieht, selbst der Trend Elektroauto ist hier derzeit übersprungen, gebrochen von Solar, gerade in Deutschland, wenngleich auch die Nachfrage nach dem Elektroauto sich verdoppelt hat. Also ist auf jeden Fall eine große Bewegung gerade im Solarbereich festzustellen, mit all den Problemen, die es gibt, Chipengpass und so weiter, aber man sollte sich unbedingt ein bisschen Solar beimischen, was wir jetzt auch gerade tun. Wir haben ja neben SMA Solar, Solar Edge noch eine weitere Solaraktie gekauft und auch einen weiteren Geheimtipp jetzt in dieser Woche vorgestellt, der auch extrem gut aufgestellt ist, wie wir Brancheninsider sagen. Also in der Solarbranche brummt's, es gibt jede Menge Aufträge. Aufträge gibt es auch in der Wasserstoffbranche, zum Beispiel bei Nel. Nel hat einen Auftrag aus Frankreich an Land gezogen, genauer gesagt von HySetCo. HySetCo verfügt über die weltweit größte Flotte von Wasserstofftaxis. Was bedeutet der Deal für Nel? Wie immer im Bereich Wasserstoff geht es erst los. Also hier wird es 2022 dann hochgefahren, die Flotte und die Pläne. Aber es ist doch ein toller Auftrag. Man habe mehrere eben Wasserstofftankstellen, Module, Systeme verkauft. Und aufgrund des gigantischen Rückenwindes, politischen Rückenwindes, glaube ich, dass auch Nel wieder im Schwung kommt. Ist mittlerweile wieder im Depot 2030, kann ich mal so verraten. Und sieht für mich charttechnisch sehr rund aus. Hohes Volumen nach oben. Abwärtstrend gebrochen, Rückenwind politischer in Sicht, aber natürlich aufgrund der hohen Bewertung muss jetzt alles funktionieren. Daher sowas immer mit Stopp zu handhaben, aber Wasserstoff ist wieder eine Chance, wie natürlich auch insbesondere Plug Power, die wir am Montag schon besprochen hatten. Am Montag haben wir auch über K+S gesprochen, einen der absoluten Highflyer der vergangenen Monate. Du hast uns jetzt noch mal eine Grafik mitgebracht. Was lässt sich daraus ablesen? Genau, ich hatte es ja angesprochen, diese nochmal um 34% nach oben gehenden Preise im wichtigen Markt Brasilien für Kalidünger. Und hier sieht man nochmal erst den K&S-Chart, der das schon ganz gut abbildet, parallel. Also wir haben es im Depot 2030 seit Mai 2021 mit jetzt 180% vorne, haben dann auch schon mal Gewinne mitgenommen, weil die Position sehr groß wurde, aber lassen sie natürlich laufen, weil leider die große Entspannung im Osten noch nicht kommt. Und natürlich gerade aus Belarus und Russland hier viel Dünger eigentlich in den Markt kommt über Uralkali, Belaruskali.
Derzeit aber eben teils stockt, hier sieht man es mal eine schöne Grafik dazu. Insofern, wenn das eskaliert, das Kriegsgeschehen vielleicht nach Belarus eingreift, dann könnte leider dieser Trend nochmal sich fortsetzen. Und auch Brancheninsider haben mir gesagt, enorm hohe Nachfrage im deutschen Markt nach Dünger. Und hier sieht man es im wichtigen Markt Brasilien, wie es ja die letzten Wochen und Tage nochmal nach oben ging. Das muss man beobachten, wie lange dieser Trend anhält. Aber aktuell sind die Trends intakt und die Bewertung überschaubar. Daher hier die Gewinne laufen lassen. Aber natürlich verfolgen wir das tagtäglich für unsere Leser im Hotstock Report und reagieren dann unter Umständen auch mal schnell, wenn der Trend brechen sollte. Stand jetzt nicht absehbar. Dann machen wir mal einen Schwenk nach China. Alibaba hat in dieser Woche das Aktienrückkaufprogramm massiv ausgeweitet. Chinesische Aktien waren ja durch die Eingriffe der Politik lange Zeit gebeutelt. Was rätst du jetzt Anlegern in Bezug auf chinesische Aktien wie Alibaba, aber auch Baidu? Genau, wir hatten ja bei Baidu die Reißleine erstmal gezogen, nachdem es dann nochmal beschleunigt nach unten ging. Jetzt aber wieder die Erholung. Es riecht ein bisschen nach Rebound und Lösung. Und wie du schon ansprichst, China hat jetzt gesagt, man will durchaus auch wieder ein bisschen mehr fördern und nicht mehr so stark reglementieren. Seine wichtige Internetbranche hat da Andeutungen gemacht. Insofern könnte der Sektor jetzt drehen, da die Aktien mit KGV 15 tatsächlich günstig sind. Du sagst, die eigenen Firmen kaufen, Baidu im Bereich Roboterauto sehr stark, KI sehr stark. Insofern, wer sie noch hat, wer durchgehalten hat, würde ich jetzt auch mal dabei bleiben, weil der Rebound kommen könnte. Wer noch nicht, kann jetzt noch mal zusätzliche Stärke abwarten. Aber bleibt ein ganz klein heißes Pflaster China-Aktien. In Deutschland sind Hensoldt und Rheinmetall weiter stark gefragt und bleiben wahrscheinlich auch erst einmal auf deiner Empfehlungsliste, oder? Genau, da lassen wir sozusagen auch die Gewinne laufen. Hensoldt liefert auch viele Aufträge, logisch, weil jetzt alle nachrüsten. Aus Skandinavien, Nordeuropa wurde jetzt ein 10 Millionen Auftrag für Laserkameras von Hensoldt, die besonders weit blicken können, auch gerade zur Grenzsicherung bestellt. Klar, man guckt jetzt genau, was passiert in meiner Nachbarregion in ganz Europa und da werden die Aufträge weiterhin reintrudeln. Auf KGV-Basis beide Titel überschaubar bewertet mit KGVs unter 20. Heiß gelaufen, aber noch ist der Trend leider intakt. Und wir haben auch noch mal einen weiteren Geheimtipp dabei. Ich hatte den schon mal vor 2, 3 Wochen im Report angekündigt. Können wir mal auf Seotronics gucken und gesagt, Sendung ist hier eigentlich zu klein. Aber jetzt bringen wir sie mal ganz hinten in der Sendung. Vielleicht sind nicht mehr alle dabei. Und die Aktie hat mittlerweile auch ein bisschen mehr Handelsumsätze. Ist jetzt eine Market Cap von knapp 40 Millionen. Also nur ein bisschen mehr als der Jahresumsatz bewertet. Auf KUV-Basis ist dieser Small Cap immer noch günstig. Ist eine Allempfehlung seit Jahren von uns. Ich stehe immer wieder in Kontakt mit dem CEO Günther. Und der spricht jetzt eben davon, dass endlich der Weckruf, wie er sagt, kommt wegen der Ukraine-Krise und jetzt der Nachholbedarf endlich gelöst wird und bestellt wird. Eben auch Kommunikationssysteme bietet Seotronics an, damit hier Mitarbeiter, auch Feuerwehren beispielsweise, aber eben auch Polizisten und Militär funken können. Mit der Zentrale hier hat Seotronics gute digitale Produkte und was viele unterschätzen und wie der CEO erklärt hat in mehreren Gesprächen, man hat eine neue Produktgeneration, die sehr gut und effizient herzustellen ist, auch gut beim Kunden ankommt und grundsätzlich sind derzeit ja die Aufträge dürften eher Rückenwind aufnehmen. Mehrere Politiker sagen, gerade bei Kommunikationssystemen müssen wir aufrüsten, was natürlich auch der CEO von Seotronics uns im Interview vor einigen Wochen im Hotstock Report schon gesagt hatte, dass hier Nachholbedarf ist und es sehr wichtig ist, dass, ob es jetzt halt Daten sind, in der Verteidigung oder Spezialkräfte, dass die genau wissen, was passiert, eben durch Kommunikation, durch Kopfhörer etc. Ist ein Markt, der wichtig ist in diesen Tagen und Seotronics ist hier tatsächlich immer noch günstig bewertet. Haben wir auf der Empfehlungsliste. Wir haben keine Rüstung im Depot 2030 selbst, aber eine klare Empfehlung seit Jahren und Wochen Seotronics. Aber Hinweis ist eine kleine Aktie, die kurzfristig ein bisschen heiß gelaufen ist. Wer hier noch welche kaufen will, auch mal mit Abstauberlimit agieren und geduldig sein. Dann war es das auch schon wieder für heute. Vielen Dank, Flo. Gerne. Das war die aktuelle Ausgabe vom Hotstock Report. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.